Modellbahnfreunde, hallo Abonnenten des Kanals von Jens, hallo Kumpels und wer sonst noch diesen Kanal schaut. Hier sind die Nachrichten. Ich habe die Nachrichten übernommen. So, jetzt sieht's aus. Das kannst du aber ganz gleich vergessen, okay? Du übernimmst ja keine Nachrichten. Willst du mich verarschen oder was? Du hast doch gesagt, ich kann die heute machen. Nee. Aber du hast doch gesagt... Nein, ich mache die Nachrichten. Ich muss doch schließlich das ganze Zeug erklären. Warum bin ich dann noch hier? Du bist von den Hasta, deswegen hast du ja jeder Teufel. Ach so, ich darf also nur den Mist kommentieren, den die nicht hören wollen. Na egal, hier sind die Nachrichten. Und damit bin ich weg, tschüss. So, da kannst du heute schimpfen, wie du willst. Heute brauchen wir dich nicht. Die Nachrichten. So, stelle ich nochmal eine Kamera ein. Und dann gehe ich mal rüber, damit ihr das auch alles seht. Da, das ist nämlich wichtig. Also, hier sind die Nachrichten. Hallo, Abonnenten meines Kanals. Hallo Freunde, hallo Modellbahnkumpels. Und alle, die meinen Kanal schauen, wie der Peter Teufel schon gesagt hat. Hier sind die Nachrichten. Gut. Also, kommen wir zu Punkt 1. Das ist jetzt heute ein bisschen provisorisch, weil ich jetzt bis vor kurzem noch ein bisschen was an der Anlage gemacht habe, aber das zeige ich dann später. Gut, Punkt 1, Auswertung, Wochenende. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, war dieses Wochenende wirklich nicht gerade besonders gut für mich. Ich wollte eine Tour machen, das hat leider nicht geklappt, weil es geregnet hat. Dann wollte ich am nächsten Tag noch was machen, na, da hatte ich keine Lust und so weiter und so fort. Naja, gut, ich habe den Bahnübergang in Ordnung gebracht, aber damit war ich dann doch nicht zufrieden mit dem bisschen Mist, was ich da gemacht habe. Aber was soll's. Egal. Naja, also wie gesagt, Wochenende, ihr habt ja meine Fahrvideos gesehen mit dem neuen, wie heißt das Ding gleich? Na, sagt man es jetzt richtig oder sagt man es wieder falsch? Glacier Express. Ja, jetzt hab's richtig gesagt. Glacier Express. Obwohl das einige ja auch nicht unbedingt so sagen. Wie zum Beispiel der Lokführer. Von dem Fahrvideo, was ich mit unten in das letzte Video mit reingemacht habe, wenn ihr es gesehen habt, was 3 Stunden geht, der sagt auch Glacier Express. Ja, dann heißt es halt Glacier Express. Egal. Also das Video habt ihr ja gesehen. Dann mit dem Schweizer IC. Das war ein Wunschvideo. Ich hoffe, das ist okay gewesen. Und ja, ich kann natürlich gerne noch ein Fahrvideo machen mit einem anderen IC. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Gut. Punkt 2. Nächste Woche Bundesbahn. Nein, Bahnbetriebswerk. Ich hatte es ja schon angekündigt gestern, dass ich anfange jetzt alles wegzureißen von diesem komischen Teppich und ich habe es durchgezogen und dabei habe ich noch ein bisschen was anderes gemacht und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Also legen wir das Ganze weg und dann gehen wir mal darüber. So, zack. So, Freunde, das hier ist ein kleines Experiment, wie ich mir das so vorstelle, wie man es machen könnte. Wie ihr seht, alles weg. Muss man jetzt genau überlegen, wie ich die Sache jetzt gestalte. Mit Gras, mit Schotter und so weiter. Wahrscheinlich ist es best, erstmal die ganze Sache grundieren, dann die Gleise anpassen und dann zum Schluss die Drehscheibe rein oder so oder umgekehrt. Aber das hier ist bloß ein kleines Experiment. Das Gras, den Sand, den Schotter, also das Zeug habe ich auch genommen da. Das ist alles richtig festgemacht, also aber bloß, wie gesagt, das kleine Stück. Die Bäume sind noch drauf gesetzt, also die kann ich auch wieder wegnehmen. Und logischerweise der Ringlokschuppen auch bloß als Provisorium drauf gemacht. Aber im Großen und Ganzen finde ich das gar nicht mal schlecht. Wenn man sich das so anschaut, könnte man eigentlich so lassen. Natürlich wird das Ganze noch verfeinert, aber im Großen und Ganzen finde ich das gar nicht mal schlecht, was ich da versucht habe. Später sollte ich dann vielleicht noch einen Zaun hinmachen, damit nicht die Leute alle denn ins Bahnbetriebswerk reinkommen. Aber das machen wir dann alles nach und nach. Gut, so, das war jetzt die Geschichte mit dem BW. Jetzt müssen wir erstmal wieder umdrehen hier. So, da ist er wieder. Diesmal ist es gleich geklappt. Und ich weiß nicht, wie ihr es findet, dieses Experiment von mir. Ich finde es ganz gut. Und so könnte ich es eigentlich weiter gestalten, aber wie gesagt, ich habe noch keine Ideen, wie genau ich das jetzt mit den Gleisen mache.
Und ja, ob ich das jetzt grundiere und dann halt Sand drauf, dann die Gleise und dann Gras dazwischen oder halt gleich komplett mit Sand und dann halt festmachen mit Holzleim. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Idee, wie man das genau machen könnte, dass es halt auch ein bisschen realistisch rüberkommt oder besser gesagt, dass es halt ein bisschen cool rüberkommt. So wie ich das jetzt angefangen habe, ist es ganz gut, aber wie gesagt, ist halt bloß ein Experiment. Gut. So, Punkt 3, Züge filmen. Nächste Woche. Ja, ich werde wieder versuchen, Züge zu filmen, je nachdem, wo ich hinkomme, in welches Gebiet. Ich versuche wirklich mal eine Diesellok zu filmen, aber es ist nicht immer so ganz einfach, weil je nachdem, welche Strecke wir gerade besuchen oder sagen wir mal, wo lang kommen, muss man halt damit rechnen, dass dann wieder eine E-Lok lang gefahren kommt. Dann ist es halt ein Güterzug mit E-Lok, aber Hauptsache, es ist ein Zug. Ich werde aber in Zukunft nicht mehr jeden Zug filmen, sondern nur noch ganz bestimmte, wo es sich auch lohnt, wie zum Beispiel lange Kesselzüge oder lange Mischgüterzüge, aber eben nicht mehr jeden, weil das wird dann irgendwann langweilig. Gut, so, Punkt 3, Blödsinn. Punkt 4, baue die Anlage im Fortschritt, und zwar die Burg, die Stadt und den Schrottverlader, oder die Schrottverlader, den Schrottverlader. Die muss natürlich auch weiter gestaltet werden, ist ja wohl klar. Aber da muss ich mal schauen, wie ich das jetzt genau mit dem Material mache. Mir fehlen ja immer noch die Straßenteile, also diese H0-Straße, die ich anpassen möchte. Mir fehlen noch verschiedene Elemente, die ich eigentlich noch bekommen sollte, die aber auch noch nicht da sind von jemandem ganz Bestimmtes, der mir eigentlich versprochen hat, ein Paket zu schicken, was auch noch nicht da ist. Naja, gut. Wir werden sehen. Wegen der Burg, das wird dann wieder mein Nachbar machen. Also er möchte es gerne machen. Er hat gesagt, er hat sich jetzt von Pinocchio ein paar Videos angeschaut und hat da so ein paar Ideen. Und das kann er von mir aus machen. Ich lasse einen freien Lauf. Auch das mit der Burg hat er ja alles gut hingekriegt. Ich habe natürlich ein bisschen was mitgemacht. Aber den großen Teil der Gestaltung und das mit den Bäumen war seine Idee. Und ja, viel Spaß auch dann noch. Und mit der Stadt, habt ihr ja gesehen, die Parkplätze, das passt irgendwie nicht. Die werden auf jeden Fall auch ausgetauscht. Gut, das war Punkt 4. Punkt 5, neue Tour. Ja, Leute, ich habe eine neue Tour geplant nächste Woche oder nächstes Wochenende. Wenn das Wetter so ist wie jetzt, mal gerade, das heißt, so 14, 15 Grad ist okay, nicht stürmisch, kein Regen und so weiter, dann läuft diese Tour auf jeden Fall noch, bevor es richtig kalt wird. Ich kann aber euch nicht sagen, ob es kalt, richtig kalt wird, denn dann fahre ich natürlich nicht mehr. Geplant ist Lübejün. Vielleicht hat jemand schon mal was davon gehört. Das ist ein Tipp von jemandem gewesen auf Facebook. Der hat dort ein paar Bilder gepostet von einem alten Bahnhof und dort sieht man noch sehr, sehr viel. Und ich würde mir das persönlich gerne mal anschauen. Und ich denke mal, euch wird es bestimmt auch gefallen. Dort sieht man nämlich noch die ganzen Gleise, die mal nach Nauenburg gingen und nach Halle. Und wie gesagt, Lokschuppen und so weiter sieht man auch noch. Also es ist noch viel zu entdecken. Auch die Gleise ablaufen soll dann kein Problem sein. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann dauert es 3 Stunden und 25 Minuten bei zügiger Fahrt. Und wenn ich mit der S-Bahn bis Halle fahre und dann von dort aus nach Lübien, dauert es 1 Stunde und 10 Minuten mit dem Fahrrad. Je nachdem, wie das Wetter wird, werden wir sehen, ob das klappt. Gut, das war Punkt 5. Punkt 6, Fahrvideo, neue Wagen. Ja, ich werde natürlich euch im Laufe der Woche noch ein Fahrvideo präsentieren mit meinen neuen Silo-Wagen, die jetzt demnächst kommen. Und ich habe auch die restlichen Kesselwagen bekommen. Und da werde ich euch natürlich auch ein Fahrvideo noch zeigen. Natürlich nur, wenn ihr das möchtet. Ich persönlich finde halt Güterzüge eben cooler als Personenzüge, aber die sind natürlich auch auf meiner Anlage zu sehen. Hat man ja gestern gesehen. Gut, dann kommen wir zu Punkt 7. Neue Ideen. Das hatte ich eigentlich schon erwähnt, wo ich euch das jetzt gerade gezeigt habe. Ideen fürs BW gestalten. Ihr könnt mir ja deinen Kommentar unten da lassen, unter dem Video, wie man das genau gestalten könnte, dass es auch ein bisschen gut aussieht, ob man das vorher grundiert und dann den Sand drauf macht oder ob man es halt mit Wiese macht oder ganz dreckig mit Kohle und so weiter, weil das war ja früher auch mit Dampfloks mal gewesen.
Jetzt stehen da bloß noch Dieselloks da und so weiter. Aber ja, man muss sehen. So, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Punkt 8,1. Eigentlich sollte das die Verabschiedung sein. Ich habe ihn auch vergessen mit einzutragen. Und zwar habe ich vor, und jetzt haltet euch fest, Freunde, die Paradestrecke mit Elektrifizierung zu versehen. Ich habe nämlich ein wunderschönes Konvolut mir erstanden mit 120 Masten. Also habe ich jetzt vor, das anzudeuten, dass da auch E-Loks fahren, weil logischerweise habe ich auch E-Loks und es bleibt auch so. Oder wenn zum Beispiel der ICE da lang fährt, sollte da auch Oberleitung da sein. Natürlich nur Andeutung, Freunde. Also nicht, dass er denkt, ich mache da jetzt eine komplette Leitung hin und so, weil das lässt sich dann auch schwer die Waggons auf die Schienen setzen und so weiter. Ihr kennt das ja selber, wenn ihr eine Anlage mit Oberleitung habt. Das ist dann nicht mehr so einfach. Erinnert euch an meine Pico-Anlage. Da war das nämlich auch der Fall, dass wenn da was entgleist ist oder wenn du da unten was in dem Mittelteil wieder eingleisen wolltest, das war nicht so einfach, wenn die Oberleitung im Weg war. Deswegen deute ich es nur mit Masten an. Ich denke, das sollte ganz cool aussehen. Ich werde sehen, ob man die Masten dann auf beide Gleise macht. Also sprich, das Hingleis und das Rückgleis. Oder ob ich das bloß auf der einen Seite mache und das Rückgleis lasse ich ganz normal ohne Masten. Ja. Und im BW brauchen wir nicht drüber reden. Da werde ich mir sicher keine Masten setzen. Das bringt nichts. Vielleicht ein oder zwei, keine Ahnung, wir werden es sehen. Erstmal muss es fertig sein. Wie ihr seht, das Wetter macht, was es will. Jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt wird er jetzt nämlich auch wieder dunkel. Aber ihr seht mich ja noch. Das kann sich einfach nicht entscheiden. Vor uns hat es geschifft ohne Ende. Dann kam die Sonne raus. Dann wollte ich ein Foto machen für meine Arbeit am BW. Ging nicht. Habe ich gewartet. War die Sonne wieder weg. Dann habe ich das Foto gemacht. Jetzt wollte ich das Video aufnehmen, weil die Sonne wieder geschienen hat. Und jetzt ist die Sonne wieder weg. Ich weiß nicht, was mit dem Wetter los ist. Das ist nicht mehr normal. Naja, gut. Sei es drum. Gut. Kommen wir jetzt zu Punkt 8, nämlich der Verabschiedung. Und damit verabschiede ich mich, wie gesagt, bei euch. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und noch einen schönen Sonntag, Abend. Wir haben es ja noch nicht mal Abend, wir haben 16:13 Uhr. Und wie gesagt, ihr werdet ja dann sehen in der Woche, wenn ein Zugfilmvideo hochgeladen wird oder wenn ein Fahrvideo von meiner Anlage zu sehen ist, werdet ihr das alles sehen. Jetzt nochmal an die Leute, die die TT-Anlage ersteigern möchten oder sich für diese TT-Anlage interessieren. Ich kann sie auch nochmal hier in diesem Video verlinken. Ich werde es jetzt nochmal genau erklären, weil einige geschrieben haben, das ist ja alles Schrott. So, also Punkt 1. Es ist richtig, diese Anlage ist aus DDR-Zeiten. Damals, der Gleisplan ist noch aus der DDR. Das ist völlig richtig, hat derjenige auch recht gehabt. Aber es ist nicht mehr das Originalgleis und zweitens ist die Anlage auch vergrößert worden. Ich selber habe die Anlage ein paar Mal schon gesehen bei meinem Kumpel und sie ist sehr groß und eigentlich ziemlich gut gestaltet. Das Problem an der Geschichte bei dieser Anlage ist der Staub. Die Anlage müsste komplett entstaubt werden, was wie gesagt kein Problem sein sollte. Aber wenn ich dann zum Beispiel Anrufe bekomme oder Nachrichten, wo mir vorgeworfen wird, dass ich die Anlage selbst gekauft hätte für Apfel und Ei angeblich und will sie jetzt teuer verkaufen? Nein, lieber guter Heter oder Heterer oder wie man sie euch nennt. Diese Anlage gehört nicht mir. Es ist eine Geschichte, die ich vermitteln tue. Und ja, ich bekomme dafür als Provision wieder was von meiner Anlage. Aber noch ist die Anlage nicht weg, denn die Anrufe, die ich bis jetzt bekommen habe, das war, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Der eine hat angerufen und hat gemeint, er möchte 100 Euro bezahlen. Ein anderer hat gemeint, er könnte 50 Euro bezahlen. Dann hat mich einer angerufen, der meinte, das ist ja sowieso bloß altes TT-Zeug aus der DDR. Das ist nichts mehr wert und so weiter. Das Beste ist ganz einfach, wer sich wirklich für diese Anlage interessiert, ich vermittle euch den Kontakt zu meinem Kumpel. Und dann könnt ihr selber mit ihm reden und euch die Anlage anschauen. Und dann seht ihr selber, in was für einem Zustand sie ist. Oder ihr lasst es einfach bleiben.
Aber sinnlose Kommentare, dass ich die Anlage selbst gekauft haben sollte oder ich versuche damit Geld zu machen, das ist einfach nur Blödsinn. So, gut, jetzt bin ich aber weg. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine angenehme Woche. Und wir sehen uns. In dem Sinne, tschüss.